Das Fensterritual. Das Fensterritual ist eines der gefährlichsten Rituale, die es gibt. Die erfolgreiche Beschwörung kann unter Umständen dein Leben kosten, wenn du einen Fehler machst. Ich bitte dich, dir vorher also genau zu überlegen, ob du es durchführst. Wenn du das Ritual erfolgreich durchführst, dann wirst du einen Dämonen zu dir einladen, der dir und allen Personen, die du magst, freundlich gesonnen sein wird, insofern du erfolgreich bist. Er wird deine persönliche Leibgarde bei dir zu Hause und dafür sorgen, dass du zu Hause stets vor schlimmen Dingen sicher sein wirst, auch wenn er dafür über Leichen gehen muss. Doch der Weg dahin ist sehr riskant. Was ist für das Ritual notwendig? Du brauchst ein Glas voll Salzwasser, ein Blatt Papier, Buntstifte in den Farben Schwarz, Rot, Gelb, Orange und Braun, zwei Kerzen, eine Nadel oder etwas anderes Spitzes, ein Foto einer Person, die dir sehr viel bedeutet, ein großer Raum mit einem Fenster, ein Feuerzeug. Führe das Ritual nur um 1 Uhr nachts durch. Durchführung. Erstens. Setze dich in die Mitte des größten Raums deiner Wohnung oder deines Hauses. Dieser muss über ein Fenster verfügen. Zweitens. Lege das Blatt Papier mit den Buntstiften vor dich. Drittens. Sorge dafür, dass das Blatt Papier in Richtung Fenster ausgerichtet ist. Viertens. Positioniere die Kerzen an den oberen Ecken des Papiers und zünde sie an. Stelle sie nicht auf das Papier. Fünftens. Nimm die Nadel und stich dir ein bisschen in den Finger, sodass ein paar Tropfen Blut rauskommen. Sechstens, tropfe das Blut an alle Ecken des Papiers. Siebtens, zeichne dich selbst, so gut es geht, mit den verfügbaren Buntstiften auf das Papier. Achtens, wenn du fertig bist, wende das Blatt und nimm es in die Hand. Neuntens, bewege dich langsam zum Fenster und stelle das Salzwasser vor dich auf das Fensterbrett. Auf dem Fensterbrett darf sonst nichts liegen. Zehntens. Nimm das Foto der Person und das Blatt Papier, strecke es Richtung Fenster und sprich laut die Worte: Ich fühle mich in meinem eigenen Heim nicht mehr sicher. Ich hoffe, du erhörst meine Bitte. Solltest du jetzt eine Kreatur im Fenster hinter dir erblicken, fahre fort. Zeige keine Angst. Drehe dich um und schau dem Wesen in die Augen. Das Wesen wird dir auch in die Augen schauen. Was du genau sehen wirst, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es heißt, dass das Wesen so aussehen wird, wie du dir einen Dämon vorstellst. Das Wesen wird dir nichts tun, solange du die jetzigen Schritte befolgst. Dir wird auffallen, dass die Kerzen auf dem Boden nicht mehr brennen. Sprich laut: Du hast meine Bitte erhört, ich habe keine Angst vor dir und hoffe, du kannst mir und denjenigen, die ich liebe, helfen. Während du das sagst, zeige dem Wesen das Foto und die Zeichnung. Drehe dich danach um und nimm einen Schluck Salzwasser in den Mund, aber ohne es runterzuschlucken. Sieh das Wesen noch einmal an. Wenn das Ritual erfolgreich war, wird das Wesen stumm den Raum verlassen. Behalte es bis dahin im Blick. Ist es fort, so zerreiße die Zeichnung und verbrenne das Foto sofort. Dann hast du gewonnen und dir einen Dämon geholt, der dich in deinem Heim beschützt. Sollte das Wesen den Raum nicht verlassen, spucke ihm ohne weiteres das Wasser ins Gesicht. Das Wasser ist deine Waffe zum Schutz, wenn das Ritual fehlschlägt. So wie du das gemacht hast, wird das Wesen einen Schrei ausstoßen und den Raum sofort verlassen. Doch das heißt nicht, dass es dich in Ruhe lässt. Das Wesen bleibt noch da und wird versuchen, dich in den 3 darauffolgenden Nächten zu ermorden. Wenn du schlafen gehst, schließe das Zimmer komplett ab und fahre die Jalousien am Fenster runter. Behalte stets ein Glas Salzwasser neben deinem Bett. Es könnte deine letzte Rettung sein. Wenn du die 3 Nächte überlebst, dann hast du gewonnen und der Dämon wird verschwunden sein. Allerdings hast du dann nichts erreicht. Wenn du allerdings verlierst, wenn du das Gesicht des Monsters mit dem Salzwasser nicht triffst, wenn du dein Zimmer nicht richtig abschließt zur Nacht, wenn du das Wesen erzürnst, wird es das letzte Mal gewesen sein, dass du überhaupt etwas gemacht hast.
Thank you.